Herzlich willkommen zur Sternstunde im Urania-Planetarium. Wir beschäftigen uns heute mit einem Planeten, der zuletzt vor 34 Jahren Besuch von einer Raumsonde hatte. Die Rede ist vom Uranus. Voyager 2 flog vor über 3 Jahrzehnten an diesem Planeten vorbei, untersuchte ihn, flog dann aber auch schnell weiter zum Neptun und seitdem ist nie wieder ein Raumfahrzeug am Uranus vorbeigekommen. Dementsprechend wissen wir noch nicht viel über diesen Planeten. Es gibt einige Mysterien, die es noch zu enträtseln gilt. Und mit denen wollen wir uns heute beschäftigen. Viel Spaß und gute Reise. Uranus war der erste Planet, der mit Hilfe eines Fernrohrs entdeckt wurde. Bis Saturn sind alle Planeten mit bloßem Auge zu beobachten. Bei Uranus und Neptun ist jedoch ein Teleskop notwendig. Und so muss man sein optisches Gerät in diesen Nächten auf das Sternbild Widder richten, um Uranus zu sehen. Nur gibt es da ein kleines Problem. Die Sonne steht aktuell in diesem Sternbild. Uranus befindet sich von der Erde aus betrachtet fast genau hinter unserem Heimatstern in Konjunktion. Zurzeit ist er also nicht zu sehen. Der deutschstämmige Astronom Friedrich Wilhelm Herschel entdeckte Uranus im englischen Bath im Jahr 1781. Die Entdeckung war ein Zufallsfund mit einem kleinen, selbstgebauten Spiegelteleskop. Unsere Reise zum Uranus beginnt im Jahr 1977, als die Raumsonde Voyager 2 die Erde verließ, an den Planeten Jupiter und Saturn vorbeiflog, bis sie im Jahr 1986 Uranus erreichte. Wir haben nun eine wahnsinnige Distanz zurückgelegt, etwa 3 Milliarden Kilometer. Das ist die doppelte Entfernung wie die Strecke zwischen Sonne und Saturn oder 20 Mal die Strecke Sonne-Erde. Vor dem Vorbeiflug der Raumsonde Voyager 2 am Uranus war nur wenig über diese ferne Welt bekannt. Man wusste, dass der Planet etwa 50.000 Kilometer im Durchmesser misst und damit 4-mal so groß wie die Erde ist. Ungewöhnlich ist die stark gekippte Rotationsachse des Planeten. Mit einer Achsenneigung von über 90 Grad liegt Uranus förmlich auf seiner Umlaufbahn und rollt ein wie zur Seite gekipptes Fass um unsere Sonne. Da er in 84 Jahren einmal die Sonne umrundet, zeigt alle 42 Jahre einer seiner Rotationspole auf die Sonne. Und dann ist es am Äquator kälter als am beleuchteten Pol. Seine gekippte Achse hat Uranus vermutlich einer Kollision mit einem größeren Himmelskörper zu verdanken. Legendär ist der Vorbeiflug der Raumsonde 2 am Uranus im Januar 1986. Der Planet präsentierte sich den Kameraaugen der Sonne als bläulicher Ball mit wenig Atmosphärenmerkmalen. Der grünliche Farbton des Planeten entsteht durch Beimengungen von Methangas, welches das rote Licht absorbiert. Ansonsten besteht Uranus aus einer Mischung aus Wasserstoff und Helium, ganz ähnlich wie Jupiter und Saturn. Die Temperatur in der oberen Atmosphäre des Uranus liegt übrigens bei etwa minus 200 Grad Celsius. Über Uranus' inneren Aufbau ist noch wenig bekannt. Unter seiner dichten Hülle aus Gas besitzt er einen Mantel aus Wassereis. Uranus und ebenso Neptun bezeichnet man daher als Eisriesen. Voyager 2 übrigens führte nur einen Vorbeiflug am Uranus durch. Dabei wurde die Raumsonde treibstoffsparend durch die Gravitation des Planeten auf den richtigen Kurs zum Neptun gelenkt. Den erreichte sie 3 Jahre später im Jahre 1989. Zurück auf der Erde wollen wir uns überlegen, wie Uranus wohl durch ein einfaches Fernrohr aussieht. In wenigen Monaten steht der Planet nämlich wieder günstiger am Himmel und wird nicht mehr von der Sonne überstrahlt. Wenn ihr Uranus im Teleskop gefunden habt, dann ist solch ein grünblaues Scheibchen vor dem Hintergrund der Sterne zu erkennen. Ein wundervoller Anblick eines fast 3 Milliarden Kilometer entfernten Planeten.
Willkommen zurück im Urania-Planetarium vom mysteriösen Uranus. Das nächste Mal geht es um einen noch mysteriöseren Planeten, nämlich um Neptun. Von dem wissen wir noch ein kleines bisschen weniger. Ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt und auf unserem YouTube-Kanal unsere Videos schaut. Es gibt immer wieder Neues von den Planeten, vom aktuellen Sternenhimmel. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Tschüss!